Wir hören nun die Schriftlesung zur Taufe, was Jesus gesprochen hat. Jesus Christus hat die Taufe eingesetzt. Wir hören aus der Heiligen Schrift, was er von der Taufe sagt. Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wir wollen jetzt zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis beten. Ich habe ja gesagt, ich habe was mitgebracht hier vorne. So eine schöne Schachtel. Und ich zeige euch mal, was da drin ist in der kleinen Schachtel. Könnt ihr nicht so gut erkennen, gell? Da ein bisschen weit weg. Also das ist ein bisschen Erde, zusammengeknotet und getrocknet, mit Samen drin. Samenbombe oder Saatbombe nennt man das. Aber da sind viele Samen drin, ja? Ihr Kinder kriegt nachher so eine Samenbombe, dann könnt ihr die irgendwo hinwerfen und dann wachsen hoffentlich viele schöne Blumen draus. Ich habe die heute mitgebracht, weil ich euch eine Geschichte erzählen will. Da geht es auch um Samen. Nicht um Samenbomben, aber um Samen, der so gestreut wird. Aber so ist es halt heute manchmal ein bisschen praktischer. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, die habe ich nicht erfunden. Die Geschichte, die stammt von Jesus. Jesus war ja ein klasse Erzähler und hat immer wieder viele Geschichten erzählt und mit den Leuten geredet. Er konnte stundenlang erzählen und mit den Leuten reden und die haben ihm zugehört, ganz gebannt. Manche sind kilometerlang und kilometerweit gelaufen, nur um Jesus zu hören und was er sagt. Und einmal war Jesus an einem See, am See Genezareth in Israel. Und da sind viele Leute dazugekommen, die sind, wie gesagt, kilometerweit gelaufen, aus allen Städten und Dörfern, aus der ganzen Umgebung da zusammengeströmt. Sie haben Jesus umringt und haben zu ihm gesagt: Bitte, Jesus, erzähl uns von Gott, wir wollen dich hören. Und dann war es so, am See Genezareth stand Jesus da ein bisschen am Rand und es waren so viele Leute, dass sie ihn immer ein bisschen gedrängt haben und gedrängelt und nach hinten musste er ausweichen und ist irgendwann fast im Wasser gestanden. Und deshalb hat er sich dann in ein Boot gestellt, das da am Strand stand und hat von dort aus erzählt und mit lauter Stimme über das Wasser gerufen, sodass ihn alle hören konnten und hat angefangen zu erzählen und hat gesagt, es war mal ein Bauer, ein Sämann, der ist auf sein Feld gegangen und hat dort Samen aufs Land gestreut. Aber einige von diesen Samenkörnern, die sind auf den Weg gefallen, da wo die Leute lang gehen. Und dann sind Vögel gekommen und haben sie aufgepickt, diese Samen. Und die Körner, die konnten gar nicht keimen. Und einige von diesen Samenkörnern, die der Sämann ausgestreut hat, die sind auf Felsen gefallen, also auf Steine. Die sind aufgegangen und haben gekeimt und sind aus der Erde hervorgesprost. Aber dann ist die Sonne aufgegangen und hat lange geschienen. Es war heiß und die Sonne hat die Erde ausgedörrt und die Halme sind welk geworden und sind ausgetrocknet. Auch diese Samen, die konnten nicht wachsen. Und dann gab es noch andere Samen, die sind unter so Sträucher gefallen. Da waren ein paar Dornen. Die sind auch aufgegangen und haben gekeimt und gesprost und haben Halme bekommen und sind gewachsen und sind größer geworden und größer. Aber die dornigen Sträucher, die wachsen ja auch und wuchern noch viel mehr und sie nehmen diesen kleinen, dünnen Halmen die Luft und das Licht weg und auch diese Halme können keine Körner hervorbringen, nicht reif werden. Und dann gab es auch ganz viele Samenkörner, die sind schlicht und einfach auf fruchtbaren Ackerboden gefallen, auf fruchtbares Land. Die sind aufgegangen und haben gekeimt und gesprost und Halme getrieben und Ähren hervorgebracht. Und als die Erntezeit gekommen ist, da sind sie dagestanden, aufrecht und groß mit vielen gelben, schönen Ähren.
Und dann ist dieser Sämann, dieser Bauer wieder auf sein Feld gegangen und hat sich diese Ähren angeguckt und hat sie in die Hand genommen und hat mal gezählt, wie viele Früchte da denn dran sind, wie viele neue Samen, 30, 60, 100 an manchen sogar, an manchen Ähren. So hat Jesus diese Geschichte erzählt und dann hat er geendet und hat zu den Leuten gesagt, wer von euch Ohren hat zum Hören, der höre auf mich. Und dann sind die vielen Leute heimgegangen und es war nur noch Jesus da mit seinen engsten Freunden, seinen Jüngern, nennen wir die. Und die haben ihn umringt und haben zu Jesus gesagt, Jesus, deine Strandgeschichten, was du uns da erzählst, immer hier am See Genezareth, die sind echt super, aber wir haben eine Frage, was bedeutet denn das eigentlich? Wie sollen wir denn das verstehen? Was willst du uns damit sagen? Und Jesus sagt, schaut, ich erzähle euch hier Geschichten und manche sehen mit offenen Augen, aber sie erkennen nichts. Manche hören die Geschichten, aber sie verstehen gar nicht, was sie bedeuten sollen. Und dann erklärt Jesus denen, die bei ihm sind, diese Geschichte und sagt, der Same, den dieser Sämann, dieser Bauer, von dem ich euch erzählt habe, ausgesät hat, dieser Same ist Gottes Wort, das, was Gott sagt, wird ausgesät. Also das Wort Gottes, was Jesus den Leuten erzählt, was wir lesen in der Bibel, das ist wie ein Same, der ausgesät wird, wie so eine Samenbombe sozusagen, die weggeworfen wird und dann Früchte und Blumen hervorbringen soll. Was hat das Wort Gottes mit so winzigen Samenkörnchen sowas zu tun? Wenn Jesus zu den Leuten geredet hat, dann war es oft so, dass sie tief drinnen gemerkt haben und tief drinnen in ihrem Herzen berührt waren, weil Jesus, das, was Jesus gesagt hat, eine tiefe Hoffnung in ihnen geweckt hat. Sie haben sich angesprochen gefühlt. Wenn Jesus von Gott redet, dann erfahren wir nämlich was darüber, dass Gott alle Menschen liebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. So haben wir es der Liv gerade bei der Taufe zugesagt und jedem von uns wird es bei der Taufe und wurde es bei der Taufe zugesprochen. Es verspricht Gott uns in der Taufe, das hat er der Liv gerade versprochen. Gott liebt die Liv wie sein Kind und er liebt dich und dich und dich und dich. Er liebt uns wie seine Kinder. Und wenn wir das hören, dann ist das hoffentlich wie so ein winzig kleiner Same in unserem Herzen, der beginnt zu keimen und anfängt zu wachsen. Und wir alle, die wir von Gott gehört haben, die wir vielleicht getauft sind, wir tragen diesen Samen in uns. Es ist der Same von Gottes Liebeserklärung an uns, von Gottes Wort. Und wenn du einen Samen säst, ich weiß nicht, wer das schon gemacht hat. Ich nehme an, das haben viele von euch schon gemacht. Einen Samen ausgesät, wo auch immer. Dann muss man eigentlich nur noch warten, was passiert, bis er aufgeht. Etwas Regen oder Wasser zum Gießen, etwas Sonne. Und wenn du dann wartest, dann geht dieser Same auf. Und unser Vertrauen, im Bild gesprochen wieder, unser Vertrauen fängt dann an zu keimen und zu wachsen auf Gott. Und schließlich entsteht so ein wogendes Weizenfeld, von dem Jesus da erzählt hat, mit vielen Früchten. Nur wissen wir natürlich alle, dass es oft gar nicht so einfach ist. Es gibt Dinge, die halten uns auch davon ab, Gott zu vertrauen. Es gibt Dinge, die hindern den Glaubenssamen am Wachsen. Mancher Same hat es schwer, er kann nicht keimen. Sachen halten uns von Glauben ab, es sind so Stimmen, so Gedanken, die in unseren Kopf kommen, die uns sagen, ist doch dummes Zeug. Liebe, hat mir zu mir jemand gesagt, wer glaubt denn an sowas? Oder es gibt doch keinen Gott. Wie die Raben picken diese Gedanken, die da kommen, die Samenkörner des Vertrauens weg. Und mancher Same, der keimt auch und geht auf, wenn wir das hören, aber beginnt nicht zu wachsen. Der Glaube und das Vertrauen sind groß. Wir sind vielleicht begeistert von Jesus, wir sind begeistert von Gottes Größe, vielleicht zum Beispiel als Kind oder in jungen Jahren. Aber dann kommen Schwierigkeiten, andere verspotten uns, sagen, was ist denn das für ein Glaube, soll denn das Ganze? Vielleicht werden unsere Gebete nicht erhört.
Wir sind enttäuscht von Gott. Wir bitten ihn um was und es passiert nicht. Und dann verdorrt unser Glaube, so wie der Sprössling, wie dieser aufgegangene Keim, dann verdorrt auf dem Felsen in der Sonne. Es gibt auch so Samen, die beginnen zu keimen und zu wachsen, ein bisschen länger, aber sie werden nie zu einer reifen Frucht, weil es viele Dinge gibt, die drängen unser Gottvertrauen irgendwie in den Hintergrund. Wir sorgen uns und es beschäftigt uns um unsere Zukunft, um unsere Familie, um unseren Arbeitsplatz, um die Gesundheit, um alles Mögliche sorgen wir uns und sind so damit beschäftigt, dass wir Gott dabei vergessen. Oder wir sind viel zu viel beschäftigt und kommen gar nicht zur Ruhe, haben immer was zu tun, können gar nicht auf Gott hören. Wir denken gar nicht mehr an Gott und die kleine Pflanze des Glaubens, die erstickt. So kann man das verstehen mit diesen Samenkörnern, sagt Jesus. Aber wir haben ja noch die Samenkörner, die ganz vielen, die auch es zum Glück gibt und die auf fruchtbaren Boden fallen, die keimen und wachsen und reif werden und aufgehen und aus einem kleinen Korn entstehen 30, 60, 100 neue. Und zum Glück fällt dieser Same von Gottes Wort, der Glaubenssame, zum Glück fällt der oft auch auf fruchtbaren Boden. Zum Glück gibt es auch Ohren, die hören, was Jesus sagt, die offen sind für Gottes Wort und Herzen, die offen sind dafür, in denen Gottes Wort seine Liebeserklärung, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Zum Glück gibt es Herzen, wo diese Worte Gottes Vertrauen finden und Glauben finden und dann wieder neue Liebe hervorbringen. Lasst uns beten, dass das Herz von der Liv, dass es so ein Herz ist, wo Gottes Wort auf fruchtbaren Boden fällt und wo aus diesem Samen der Taufe auch der Glaube wachsen kann und Frucht hervorbringt und sie in diesem Glauben auch leben und handeln kann. Aber nicht nur bei der Liv, möge Gott uns allen diese Ohren schenken und diese Herzen, wo der Same seines Wortes aufkeimen kann und Glaubensfrüchte trägt und auch Früchte, wo wir das tun, was Gott uns im Glauben zeigt. Und als Erinnerung an diese Geschichte von den Samenkörnern, die wir ausstreuen können, habe ich so ein paar mitgebracht. Für alle Kinder reicht es auf jeden Fall. Alle Kinder, die möchten, dürfen gerne mal nach vorne kommen, dann kriegt ihr so eine Samenkugel. Bitte nicht hier in der Kirche verstreuen. Hier wächst es nämlich nicht, weil es nicht regnet. Die Sonne scheint schon, aber Wasser haben wir keins. Aber draußen irgendwo, wo ihr einen Platz habt oder auch zu Hause und dann mal gucken, was passiert. Kannst du einfach eins rausnehmen, okay? Jawohl. Genau. Aber nicht essen, gell? Ja, wichtiger Hinweis ist nicht zum Essen, sondern zum Wegwerfen nachher draußen. Nimmst du eins raus? Ja? Einfach eins raus. Ja. So, darfst du eins rausnehmen, genau. Danke. Haben alle Kinder einen Samen? Oder eine Samenbombe, genau. Also, nicht essen, wie gesagt, das kann euch vielleicht nicht so gut bekommen, aber draußen einen Platz suchen, wo ihr das hinstreuen könnt und wo schöne Blumen dann hoffentlich wachsen. Wir wollen vom Samen jetzt auch singen, das angefangene Lied von vorher, die weiteren Strophen. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt.